Für den Fall, dass die Erweiterung der Tagesordnung um die Beratung des Gebäudeenergiegesetzes beschlossen wird, hat die Fraktion DIE LINKE ebenfalls fristgerecht beantragt, die Tagesordnung um den Antrag ihrer Fraktion zum Thema Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter in verbundener Beratung zu erweitern. Soweit ich gehört habe, soll es dazu eine Geschäftsordnungsdebatte geben. Und dazu rufe ich als erste Rednerin ans Pult für die SPD-Fraktion Katja Mast. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wollen heute zwei zusätzliche Tagesordnungspunkte als Ampelkoalition aufsetzen. Das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, und das allgemeine Eisenbahngesetz. Zuerst zum Heizungsgesetz. Was die Bürgerinnen und Bürger hier von uns erwarten, ist Klarheit und Planungssicherheit. Deswegen wollen wir den Gesetzentwurf zum Heizungsgesetz heute hier im Deutschen Bundestag in erster Lesung aufsetzen. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags ist hier eindeutig. Die Tagesordnung kann geändert werden, wenn dies am Tag davor rechtzeitig angemeldet wurde, wie die Präsidentin gerade auch ausgeführt hat. Beim Heizungsgesetz haben wir eine breite Mehrheit für die Aufsetzung heute. Dafür bedanke ich mich insbesondere auch bei den Oppositionsfraktionen CDU, CSU und DIE LINKE. Es ist wichtig, dass wir heute dieses Gesetz beraten. Nur so haben wir ausreichend Zeit, in einem geordneten Verfahren die notwendigen Verbesserungen in den Fachausschüssen vorzubereiten. Die Botschaft dabei ist klar: Der Umstieg auf klimaneutrales Heizen muss für alle möglich sein. Niemand darf überfordert werden. Mit der Aufsetzung, die die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP beantragt haben, ebnen wir den Weg für eben dieses geordnete parlamentarische Verfahren. Unser Ziel ist es, dieses Gesetz Anfang Juli im Deutschen Bundestag zu verabschieden. Zudem wollen wir heute auch die Anpassung des allgemeinen Eisenbahngesetzes auf den Weg bringen. Damit wird es eine Regelungslücke bei den Fahrgastrechten geschlossen. Nur wenn wir heute abschließen, ist es möglich, noch am Freitag den Bundesrat zu erreichen. Ich bitte deshalb um Zustimmung zur Aufsetzung dieser beiden wichtigen Gesetzentwürfe auf die heutige Tagesordnung. Als Nächster hat das Wort zur Geschäftsordnung für die CDU-CSU-Fraktion Thorsten Frei. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten jetzt über die Aufsetzung des Gebäudeenergiegesetzes. Und ich will das an dieser Stelle sagen: Es ist keine ganz normale technische Erweiterung der Tagesordnung. Wenn wir über das Gebäudeenergiegesetz sprechen, dann sprechen wir über ein Gesetz, das sinnbildlich steht für eine absolut verkorkste Regierungspolitik der letzten Monate. Liebe Frau Kollegin Mast, was erwarten die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes? Sie erwarten vor allen Dingen eine ordentliche Gesetzgebungstätigkeit. Das, was Sie hier vollführen, ist eine Farce und nichts anderes.
Sie haben über beide Gesetze gesprochen. Liebe Frau Maas, Sie wollen mit dem Eisenbahngesetz wollen Sie den Bundesrat am Freitag erreichen. Wir treffen uns als erste parlamentarische Geschäftsführer immer am Dienstag um die Mittagszeit, um die Tagesordnung für die Sitzungswoche zu besprechen. Nichts davon haben Sie gesagt. Wenn Ihnen dieses Gesetz so wichtig wäre, dann müssten Sie doch am Dienstag wissen, dass Sie am Freitag damit in den Bundesrat wollen und dass Sie in den Stunden dazwischen noch den Bundestag befassen möchten. Wer so etwas nicht weiß, dem kann das auch nicht wichtig sein. Und wenn so wenige Ministerinnen und Minister pünktlich auf der Regierungsbank sitzen wie bei diesem Tagesordnungspunkt, dann kann Ihnen das auch nicht wichtig sein, dass wir das heute hier beraten. Deswegen, die Koordinaten müssen stimmen. Ich will Ihnen das auch ganz deutlich sagen. Mit diesem verkorksten Verfahren, ich will den Begriff noch mal verwenden, beschädigen Sie auch das Ansehen der demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen und Verfahren. Ja, das ist nicht zu hoch gehängt. Schauen Sie mal, im April verabschieden Sie im Kabinett einen Gesetzentwurf, der von Anfang an wertlos ist, der mit einer Protokollerklärung versehen ist, in der drinsteht, dass man dieses Gesetz gerade nicht will. Und so etwas legen Sie uns vor. Und die Spitze war dann am vergangenen Dienstag, wo sich die Fachpolitiker und die Fraktionsvorsitzenden nicht verständigen konnten. Dann kommen die drei Chefklempner der Koalition auf die Bühne und versuchen, vom Heizungsgesetz zu retten, was zu retten ist. Was ist dabei rausgekommen? Eine zweiseitige Leitplankenerklärung. Zwei Seiten Leitplanken. Wir haben in dieser Woche im Energieausschuss nachgefragt, wie sieht es denn aus? Nächsten Mittwoch möchten Sie eine Expertenanhörung zu diesem Thema machen. Liegen Rechtstexte dazu vor? Antwort: Fehlanzeige. Ich will Ihnen eines sagen. Wenn Sie hier in den Bundestag einen Gesetzentwurf einbringen, von dem Vertreter der FDP-Fraktion sagen, das sei eine Atombombe für unser Land, Sie wollen das verändern, Sie wollen darüber diskutieren, Sie legen Leitplanken vor, zwei Seiten, dann werden wir das in der nächsten Woche nicht akzeptieren. Sie haben davon gesprochen, Frau Maas, dass Sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren möchten. Wenn Sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren möchten, dann möchten wir ordentliche Rechtstexte haben, wo wir unseren Sachverständigen sagen können, worüber wir Sie eigentlich befragen möchten. Dann möchten wir diese Themen diskutieren. Ein ordentliches Verfahren ist es nicht, wenn Sie über Wochen und Monate in der Regierung und in der Koalition miteinander streiten, hinter verschlossenen Türen, und dann, ich zitiere meinen Kollegen einer anderen Oppositionsfraktion, dann rotzen Sie uns hier etwas hin und glauben, dass wir in wenigen Stunden dieses Verfahren dann hier im Parlament auch abschließen. So läuft es nicht, und ich will das auch in aller Deutlichkeit sagen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist eine Respektlosigkeit der Regierung und der Koalition gegenüber dem Parlament, die wir nicht akzeptieren werden. Und deswegen werden wir dieses Thema heute diskutieren. Aber ich will Ihnen, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, muss es aber hier an dieser Stelle sagen, ich sage Ihnen eines, wir werden in diesem Verfahren nicht ein einziges Mal auf uns zustehende Fristen verzichten, weil wir ein ordentliches Verfahren möchten, weil wir darüber diskutieren möchten, wie es in diesen wichtigen Fragen weitergeht. Es geht um nichts weniger als darum, dass wir die Verunsicherung in der Breite der Bevölkerung rausbekommen. Das haben Sie geschaffen mit einem verkorksten Gesetzgebungsverfahren, das jetzt korrigiert werden muss. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin zur Geschäftsordnung für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Irene Mihalic. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Frey, dass es Ihnen nicht peinlich ist, hier im Hohen Haus eine solche Rede zu halten und uns vorzuwerfen, wir würden die parlamentarische Demokratie mit einem verkorksten Gesetzgebungsverfahren beschädigen. Ja, Herr Frey, ich will Ihnen das einmal vorhalten. Und vielleicht hören Sie einfach mal ganz kurz zu, bevor Sie sich hier weiter echauffieren. Ja? Indem Sie parlamentarische Beratungsprozesse hier
vor diesem Hohen Haus verächtlich machen, sind Sie derjenige, der hier die parlamentarische Demokratie beschädigt. Und das ist etwas, und das will ich Ihnen jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, ja, das ist etwas, was wir eigentlich aus einer anderen Ecke dieses Hauses gewohnt sind. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie der Aufsetzung des Gebäudeenergiegesetzes heute doch eigentlich auch schon zugestimmt. Ja, die AfD hat das hier problematisiert, ja, und hat gesagt, dass das hier nicht auf die Tagesordnung gehört. Und dass Sie sich jetzt hier hinstellen und so eine Rede halten gegen das Gebäudeenergiegesetz, gut, dass Sie in Sachen Klimaschutz sowieso alles kaputt machen wollen, das ist eine Erfahrung, die haben wir die letzten 16 Jahre gemacht. Dass Sie daran 0,0 Interesse haben, auch diese Erfahrung, die haben wir hier gemacht. Ja? Aber dass Sie noch nicht einmal zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzestext, der in der ersten Beratung schon dem Bundesrat vorgelegen hat, längst als Ausschussdrucksache vorliegt. Das heißt, Sie waren bereits schon seit Wochen in der Lage, sich eingehend mit dem zu beschäftigen, was hier ins parlamentarische Verfahren eingebracht wird. Ja? Sie waren eingehend in der Lage, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Wenn es jetzt in der Zwischenzeit im Zuge der Debatte eine Verständigung unter den Koalitionspartnern gibt, wie diese Gesetzesvorlage im ordentlichen parlamentarischen Verfahren noch verändert werden soll, ja, dann ist es doch gut, dass Sie auch das einmal zur Kenntnis nehmen können, anstatt sich darüber zu beschweren, Sie wüssten nicht, worüber hier eigentlich beraten wird. Das ist doch ungeheuerlich, Herr Frey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Wir machen hier in drei Sitzungswochen ein ordentlich parlamentarisches Beratungsverfahren mit aller Zeit, die es dafür braucht. Uns hier Schnellschusspolitik vorzuwerfen, wir würden irgendetwas verkorksen, das geht nicht nur an der Realität völlig vorbei, sondern ist auch unanständig, Herr Frey. Das will ich Ihnen an der Stelle einmal sagen. Ja? So. Wir werden das Gebäudeenergiegesetz, so wie es auch geboten ist, ordentlich beraten hier in diesem Parlament. Wir haben uns dafür auch ordentlich Zeit genommen mit 3 Sitzungswochen. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes verdienen es, dass Sie auch mit Ihrer Verunsicherung hier endlich mal aufhören, dass dieses endlich ein Ende hat und dass die Leute Planungssicherheit haben, was hier auf sie zukommt im Parlament und auch am 1. Januar dann Gültigkeit erlangen wird. Und in diesem Sinne bitte ich darum, unserem Geschäftsordnungsantrag zuzustimmen, die beiden Vorlagen, die wir hier beantragen, auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu nehmen, damit wir sie, wie es unsere Geschäftsordnung vorsieht, ordentlich parlamentarisch beraten können. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner zur Geschäftsordnung für die AfD-Fraktion, Dr. Bernd Baumann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss zunächst mal klarstellen, wir von der AfD waren es, die diese Geschäftsordnungsdebatte hier beantragt haben, weil man den Leuten draußen mal erklären muss, was diese Woche hier im Parlament überhaupt passiert ist. In jeder Sitzungswoche treffen sich die ersten parlamentarischen Geschäftsführer aller Bundestagsfraktionen. Sie schreiben dann gemeinsam die Tagesordnung fest in allen Einzelpunkten. Sie sind dann vereinbart, endgültig vereinbart. Am Dienstag dieser Woche, also vorgestern, war das genau so. Und die SPD bestätigt in dieser Runde offiziell, dass kein Heizungsgesetz in dieser Woche kommen würde. Und dann wenig später am selben Tag meldet die Bild-Zeitung das Gegenteil, das Gesetz kommt doch, und die Bild-Zeitung hatte recht. Ich habe als erster parlamentarischer Geschäftsführer in 6 Jahren viel Regierungsunfähigkeit erlebt, aber dieses Ausmaß, diese Irrlichterei seit 2 Jahren erreicht neue Rekorde, meine Damen und Herren. Denn es kommt ja noch schlimmer. Was die Regierung jetzt debattieren möchte, ist ein längst veralteter Gesetzentwurf, der noch von Staatssekretär Greichen, der schon vor Wochen zu Recht gefeuert wurde, stammt. Ein unfertiger Gesetzentwurf, zu dem die Regierung selbst ankündigt, es würden später noch jede Menge Änderungen eingearbeitet, die heute aber noch gar nicht vorliegen. Wir sollen also heute über einen toten Gesetzentwurf debattieren, der in keiner Weise enthält, was später Gesetz werden soll. Die Regierung will hier einen Blankoscheck, das darf nicht auf die Tagesordnung, meine Damen und Herren.
Gestern noch sagt Jens Spahn in der CDU, zuständig für Klima und Energie, dies genauso. Wörtlich sagte er im Fernsehen, dieses Gesetz gehört in die Tonne. Es sei ein Entwurf, der das Papier nicht wert sei. Es könne keine vernünftige Debatte darauf stattfinden. Das war gestern. Und heute stimmt die CDU genau dieser Aufsetzung hier im Bundestag zu. Was soll das, liebe CDU? Das ist wieder diese typische CDU-Scheinheiligkeit in den Medien laut bellen und danach Schoßhündchen dieser Regierung. Wir sind die einzige Fraktion, die diesen Heizungsirrsinn wirklich ablehnt. Wir wollen das nicht auf der Tagesordnung sehen, auch weil dieses Gesetz Teil eines gesamtunsinnigen und schädlichen Plans ist. Man kann nicht auf deutschem Boden das Weltklima retten, indem man den Deutschen das Holz zum Heizen verteuert, die Industrie abwürgt, Verbrennungsmotor verbietet und die Atomkraft abschaltet. Meine Damen und Herren, Deutschland hat seit 1990 28% CO2 eingespart. Die ganze Welt 58% CO2 dazugelegt. Das zeigt den ganzen Irrsinn und Wahnsinn dieser links-grünen Politik. Nächster Redner zur Geschäftsordnung für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Frau Präsidentin, möglicherweise entsteht die Spannung hier in der Debatte auch einfach deshalb, weil wir offen aussprechen müssen, was wir hier als Gesellschaft miteinander verhandeln. Denn der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Und genau deshalb müssen wir die Menschen dabei auch mitnehmen. Und die Wahrheit ist, dass bei der Dekarbonisierung des Heizens bis 2045 noch 22 Jahre Zeit sind. Kann man sagen, 22 Jahre ist lang. Aber wenn man weiß, wie oft Menschen sich eine Heizung kaufen, das tun sie eben nicht alle 2-3 Jahre, dann ist 22 Jahre ganz schön kurz. Und genau deshalb muss jetzt, weil wir spät, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, spät mit diesem Thema in Deutschland anfangen, muss jetzt eine gute Lösung gelingen, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Verunsicherung der Menschen ist groß. Ich war letzte Woche in meinem Wahlkreis in Olpe, stand auf dem Balkon und dann hielt ein Bürger mit quietschenden Reifen, sprang aus dem Auto, sagte: Herr Vogel, wo ich Sie sehe, was ist jetzt mit meiner Heizung? Ja, die Verunsicherung ist groß. Aber der einzige Weg, es ist eine wahre Geschichte, ist genauso passiert. Aber der einzige Weg, diese Verunsicherung zu nehmen, ist, dass wir das Vertrauen dadurch schaffen, dass jetzt eine gute Lösung in der Sache gelingt, liebe Freundinnen und Freunde, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und für diese gute Lösung in der Sache sorgt das Parlament jetzt. Ja, das Parlament ist aber auch der demokratisch legitimierte Gesetzgeber. Und was die Koalitionsfraktionen da vorgestern vereinbart haben, ist in der Tat, dass das Gesetz vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass der Gesetzentwurf grundlegend verändert wird. Ja, es ist aber notwendig und richtig, und der Energieminister hat ja sogar die Größe bewiesen, gestern zu sagen, dass es jetzt gelingen kann, diese gesellschaftliche Debatte zu befrieden und dass dafür offenbar grundlegende Veränderungen notwendig waren. Und diese Veränderungen sind jetzt öffentlich benannt. Wir brauchen echte Technologieoffenheit. Es darf keine Eingriffe in bestehendes Eigentum geben. Wir machen die richtige Reihenfolge bei Wärmeplanung und Heizgesetz, verzahnen das, damit die Bürger wissen, welche Optionen sie haben. Und diese Änderungen sind ja öffentlich begrüßt worden. Es ist ja nicht nur die gemeinsame Vereinbarung der Koalitionsfraktionen, sondern schauen wir mal drauf. Der Städtetag. Jens Spahn von der Opposition, der sagt, so sei Technologieoffenheit gewährleistet. Ja, selbst die Schornsteinfeger haben die Vereinbarung der Koalitionsfraktionen begrüßt. Wenn das kein Glück bringt für die weiteren Beratungen, dann weiß ich es auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen
sollten wir jetzt auch nicht Formalia problematisieren, sondern genau das tun, lieber Kollege Thorsten Frey, wozu du uns ja selber aufgefordert hast, dass nämlich jetzt für die Gesetzgebungsarbeit dieser grundlegenden Veränderung genug Zeit bleibt. Deshalb beginnen wir diese Woche. Fristgerecht, wie die Präsidentin gesagt hat, ändern wir die Tagesordnung. Und lasst uns doch gemeinsam Vertrauen im Land schaffen durch ein dann jetzt gutes Gesetz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Letzte Rednerin zur Geschäftsordnung für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Lütsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit Monaten gibt es ein Hin und Her in der Regierung, Streitigkeiten, gegenseitige Beschuldigungen, Durchstechereien. Und nun soll dieses Gesetz hoppla hopp auf die Tagesordnung kommen. Und Sie versuchen jetzt der Opposition dafür die Schuld zu geben, dass Sie das nicht rechtzeitig gelöst haben. Das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Sie werden das ja mit Mehrheit jetzt durchsetzen. Und darum ist es wichtig, dass wir ein ordentliches Verfahren hier durchführen und dass endlich die Gelegenheit ist, dass auch alle Argumente auf den Tisch kommen des Hauses und nicht aus den Hinterzimmern. Wir als Linke werden Ihnen in der Debatte genau begründen, warum wir wichtige soziale Forderungen stellen. Die Menschen in unserem Land fürchten sich ja inzwischen davor, dass sie dafür Geld ausgeben müssen, was sie nicht haben. Es wird über ältere Menschen gesprochen, von denen alle wissen, dass sie keine Kredite mehr bekommen. Und das muss endlich geklärt werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn Sie die Tagesordnung jetzt mit Mehrheit ändern, erwarten wir, dass auch unser Antrag zur Abschaffung, und zwar zur vollständigen Abschaffung der Modernisierungsumlage, aufgesetzt wird. Denn viele Mieterinnen und Mieter haben zu Recht die Befürchtung, dass die Kosten auf sie abgewälzt werden und die Mieten steigen und explodieren, insbesondere in den Ballungszentren, aber auch in kleineren Städten. Und das können wir nicht weiter hinnehmen. Wir brauchen endlich einen effektiven Mieterschutz. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Sie werden das ja jetzt mit Mehrheit durchsetzen. Wir werden unsere Argumente auf den Tisch des Hauses legen, und wir erwarten und verlangen von Ihnen, dass Sie innerhalb der Koalition eine andere Arbeitsweise sich aneignen und nicht in letzter Sekunde uns überrumpeln, uns beschimpfen, weil Sie es nicht hinbekommen haben. So werden Sie kein Vertrauen gewinnen. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für den Aufsetzungsantrag der Koalitionsfraktion bezüglich der Erweiterung der Tagesordnung um den Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, CDU/CSU und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich nicht. Der Aufsetzungsantrag ist damit angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Linken, die Koalitionsfraktionen, die CDU/CSU-Fraktion, Gegenstimmen, die AfD-Fraktion, Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist der Aufsetzungsantrag angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den zweiten Antrag der Koalitionsfraktion. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Bezüglich der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zu Rechten und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen Die Linke, CDU, CSU und die AfD-Fraktion. Damit ist der Aufsetzungsantrag ebenfalls angenommen. Ich rufe nun die soeben aufgesetzten Zusatzpunkte 14.